Träumst du? Wünschst du dir manchmal eine andere Welt? Wir leben in einer Zeit, in der uns der Schmerz vieler ins Gesicht schreit. Eine Zeit, in der wir oft vergessen, den Mensch als Menschen zu sehen und ihn in seiner Menschlichkeit anzuerkennen. Und in der wir oft vergessen, das Schöne in der Welt zu sehen. Eine Zeit, in der es schwer ist, sich selbst zu finden und eine Perspektive für die Zukunft zu haben, in der es immer schwerer wird, zu träumen. Wie sieht die Welt aus, in der du und vielleicht auch eines Tages deine Kinder leben wollen? Was ist deine Utopie? Die Idealvorstellung davon, dass jeder Mensch wirklich eine Wahl zur freien Entscheidung hat und in letzter Instanz nicht auf eine Autorität angewiesen ist. Es ist eine Welt, in der das Menschsein zählt. Jeder Mensch ist speziell und jeder Mensch ist einzigartig. Ich wünsche mir eine Welt, wo ich weniger Angst haben muss um mich und auch um andere und einfach wieder mehr Vertrauen herrscht. Mit viel Respekt, Wertschätzung, Offenheit und Liebe. Eine Welt, in der wirklich jeder so sein kann, wie er einfach ist. Eine Welt mit Liebe, Toleranz, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. In der jeder für sich selbst Verantwortung trägt und diese auch bewusst trägt. Und ich habe mich halt gefragt, was es ist, wonach ich eigentlich handle und was mir am meisten wert ist. Also Freiheit, Selbstbestimmung und die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung für jeden und alles. Mut, Ehrlichkeit und Toleranz. Eine Welt ohne diesem Schuldsystem. Dass man sich auch gegenseitig hilft und fördert und bestärkt. Mehr Musik, mehr Tanz, mehr Kreativität. Also ich möchte Kinder haben und dann Mann, mit dem ich glücklich bin. Und mit dem möchte ich dann auch einen Pferdehof aufbauen. Dann eigentlich sollte man genau das leben, was man haben möchte, um andere mit eben dieser Leichtigkeit, mit dieser Begeisterung, die man dann empfindet, wenn man genau das tut, anzuschrecken. Und das sich dann wie ein Feuer verbreitet. Einfach nur einmal den Gedanken zu setzen. Ja. Lasst uns wieder träumen. Lasst uns einander wiederfinden. Und fangen wir gemeinsam an, eine Zukunft zu denken. Wovon träumst du? Was sind deine unumstößlichen Grundwerte? Wie sieht die Welt aus, in der du und eines Tages vielleicht auch deine Kinder leben möchten? Wovon braucht es mehr auf dieser Welt? Wie kannst du deine Zukunftsvision verwirklichen?